Crunchroll, Leute, und heute werden wir uns mal ganz auf gemütlichen Film anschauen, hier im Risky Reels Autokino, weil seit dem neuen Update ist diese Leinwand endlich repariert und man sieht schon was. Hier können wir noch kurz den Film schauen, Prepare for Collision, also Vorbereitung auf die Kollision, hier sind auch schon überall Poster und es beginnt direkt. Also hier sehen wir die Fernseher, die wir schon in Season 4 gesehen haben und ich versuche das so ein bisschen zu kommentieren, was man da alles sieht, sogar mit Sound. Einkaufswagen am Start und ihr könnt mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, was es wirklich für eine tiefere Bedeutung da hat. Ich versuche ein paar Sachen zu verstehen. Also da ist die Rakete gestartet, das war in Season 4. Boah, schon geil, dass es jetzt geht, ey, feiere ich auf jeden Fall mega. Der Carbide-Skin am Start, ein paar gute Szenen dabei, der Ben am Heulen. Und da ist sie auf Tilted Towers geschlagen und dieser riesige Riss hat begonnen, sich auszuweiten. Es ist hier ein Duell zwischen dem Omega-Skin und dem Carbide-Skin. Sie treffen gerade aufeinander. Er fängt hier Stunzen an, Robo-Dance. Hey, wie geil ist das denn? Ich bin hier gerade das erste Mal im Kino. Es ist schon mega. Wenn die da mehr Filme machen, kann man sich die da immer zusammen reinziehen. Boah, der Omega hat ihm schon gegeben, auf jeden Fall. Er hat ihm schon gegeben. Aber vielleicht ist hier auch irgendeine versteckte Nachricht noch drin. Man weiß es halt nicht. Der scheint auch ganz gut abzugehen hier, der Carbide. Und den Standardtanz. Also gegen den kommt niemand an. Ganz ehrlich. Hier in Tilted. Und es mischen sich andere ein. Okay, der wird ihn jetzt killen. Polizei kommt. Alle alarmiert. Und er ist im Gefängnis. Das Gefängnis, das es jetzt leider nicht mehr gibt, Leute. Mit Season 5 ist auch das Gefängnis von der Map gegangen. Hier sind die Auftragsleute noch. Was ist das? Okay. Scheint abgeschaltet zu sein. Hier hinten sehen wir es. Keine Belichtung mehr drauf, aber es scheint noch zu leuchten. Ach, jetzt kommt hier Werbung oder was? Popcorn-Pause erstmal. Kann man sich hier einen fetten Jack-Jack trinken? Man darf hier nicht telefonieren. Das darf man nicht. Tanzen darf man auch nicht. Und das hier mit der Spitzhacke abbauen ist auch verboten. Aber Leute, ihr kennt mich. Ich lebe wirklich gefährlich und auch teilweise hart am Limit. Deswegen, da muss ich direkt meinen Tanz raushauen hier. Ich glaube, hier steht Mid-Rolling oder so. Ich glaube, es scheint eine Werbung zu sein. Hier kämpfen der Popcorn-Mann und der Jack-Jack-Mann gegeneinander. Dann warten wir mal kurz, bis die Werbepause hier beendet ist. Und schauen uns mal das Teil hier genauer an. Davon kommt es nämlich alles. Also wirklich ein Mega-Update heute. Dass sogar das jetzt geht, hier Filme zu gucken in Fortnite. Mal schauen, was passiert, wenn wir uns hier davor... Okay, das geht nicht. Aber es scheint nicht mehr lange zu gehen, da ist die Werbepause hier auch vorbei, haben wir es auch geschafft. Aber es sieht schon cool aus, von den Effekten auch hier. Und ich glaube, es geht weiter, oder es fängt wieder von neu an, man weiß es nicht. Schauen wir es mal an. Nee, es geht weiter, es war nur eine Werbepause, okay. Gucken wir uns das Ganze mal weiter an. Da ist wieder der Omega-Skin in der Schurkenbasis drin. Startet die Rakete. Ach, das war der Omega-Skin dann. Dann dachte ich, es wäre der Omen-Skin. Aber ich sehe auch gerade, geht es jetzt wieder von vorne los? Ruft hier jemand an? Oh, die Menschen. Ist hier auch zu sehen. Das ist eigentlich die Basis vom Carbide-Skin, haben wir alle irgendwie angenommen, aber da tanzt halt auch der Omega rum. Aber letztendlich war es ja alles nur ein Filmset, Leute. Das muss euch halt auch klar sein. Das war ein erst nur Filmcharakter. Ein Anruf. Der Countdown läuft. Und der muss schnell raus. Packt seine Sachen. Ist ein bisschen überlichtet gerade. Und da haben wir wieder die Einkaufswagen-Szene.
Okay, ich glaube, das war's jetzt mit dem Film. Der dauert rund 5 Minuten. Und die Rakete wurde hier wieder gelauncht. Also schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr vom Film haltet. Ich finde ihn auf jeden Fall mega gut. Also kann mit Fluch der Karibik auf jeden Fall mithalten. Auch vom Sound sehr gut gemacht. Wurde alles wahrscheinlich im Replay-Modus sogar abgefilmt. Und ich finde es auf jeden Fall nice. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ist ein Film auch noch aus Season 4. Und ich glaube, es war sogar der Film, den sie da gedreht haben vielleicht, oder? Das könnte eventuell sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr vom Film haltet und vor allem, wie ihr ihn interpretieren könntet. Also, was es mit dem Film auf sich hat, ob es vielleicht irgendeine tiefere Bedeutung da gibt. Man kann da wieder bestimmt so viele Sachen reininterpretieren in die ganzen Dinge hier. Wir bauen einfach mal eine Wand da davor. Aber guck mal, es geht sogar durch Metall hier. Das ist eine so moderne Taktik und Technik. Können wir uns noch kurz die Poster hier anschauen. Aber im Großen und Ganzen war es das eigentlich mit der Filmvorstellung. Da das Aushängeschild, der Carbide und der Omega-Skin auf dem Cover. Wie gesagt, der Film heißt Prepare for Collision. Und es ist auf jeden Fall echt gemütlich. Hier gibt es jetzt sogar ATKs. Im Autokino fällt mir gerade auf. Und ich feiere das auf jeden Fall. Also das Update, richtig cool. Und die meisten haben wahrscheinlich noch gar nicht gewusst, dass hier Filme geguckt werden können. Und ich denke, die werden sich jetzt auch mal vielleicht alle 2 oder 3 Wochen ändern. Und dann haben wir hier immer was Neues zu glotzen, Leute. Wenn ein neuer Film rauskommt, kann ich das ja nochmal machen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Können wir die immer so ein bisschen zusammen anschauen. Das war's auf jeden Fall jetzt von mir, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst auch nicht, ein Abo mir dazulassen und die Glocke auch noch gleich zu aktivieren. Das war's. Haut da rein. Ich spiel mit. Ich bin im Film.